Rau, sanft und extrem. Die Bretagne, Frankreichs wilder Westen, fasziniert durch seine Gegensätze und seine besonderen Bewohner. Schaut mal, dort sind sie. Ich glaube, Delfine regen einfach zum Träumen an. Freizeitspaß im Rhythmus der Gezeiten. Bei Ebbe erobern Strandsegler die Strände zurück. Das Gefühl von Freiheit am Strand, keine Hindernisse, das ist super. Auf Groa knoten kreative Köpfe Luftschlösser für groß und klein. Egal ob erwachsen oder Kind, hier sind wir alle gleich. Stille Wächter am Ende der Welt. Seit Jahrhunderten senden Leuchttürme ihre Signale hinaus in die Dunkelheit. All diese Lichter sind Botschaften, die einem den Weg weisen. Frankreichs wilde Schönheit und Region der Extreme. Die Bretagne. In der Bretagne findet täglich ein imposantes Naturschauspiel statt. Denn hier gibt es die stärksten Gezeiten der Welt. Vor allem an der Nordküste ist der Wechsel zwischen Ebbe und Flut extrem. 14 Meter hoch weicht hier das Meer zurück und hinterlässt zweimal am Tag eine karge Wattlandschaft. Das immerwährende Heben und Senken des Meeresspiegels taktet das Leben an der bretonischen Küste. Und es ermöglicht die Ausübung einer besonderen Sportart. Bonjour, moi c'est Thomas et j'ai pas besoin de la mer pour faire de la voile. Eine der Sportarten in der Bretagne, Strandsegeln. Und einer kann dies besonders gut. Thomas Lemarier. Sein Revier, die Bucht des Mont Saint-Michel an der Nordküste der Bretagne. Von Februar bis November zeigt Thomas Neulingen, wie man in dem kleinen Wagen über den Sand flitzt. Auch die Schwestern Florence und Emily wollen es heute versuchen. Seid ihr bereit? Bevor wir über den Wagen sprechen, reden wir erstmal über den Wind. Ist es das erste Mal Strandsegeln für alle? Nachdem das ein Segelsport ist, ist es wichtig zu wissen, woher der Wind kommt. Seht ihr, heute kommt er von da. Die Regel ist einfach. Will man vorwärts kommen, muss man die Windrichtung kennen, damit man das Segel richtig stellen kann. Und man muss natürlich wissen, wie der Wagen funktioniert. Was sein kann, ist, dass sich ein Rad des Wagens anhebt und er umkippt. Sollte das passieren, lasst ihr einfach alles los. Dann fällt das Rad zurück auf den Boden. Die größte Schwierigkeit beim Strandsegeln ist, dass man dazu neigt, sich irgendwo festhalten zu wollen, wenn man Angst hat. Das Wichtigste ist, sich auf die Füße zu konzentrieren, weil man damit den Wagen lenkt. In der Hand hält man quasi das Gaspedal. Und wenn man Angst hat, krallt man sich so mit einem Gaspedal fest und der Wagen nimmt noch mehr Fahrt auf. Deswegen immer auf die Füße konzentrieren. Steuern, Gas geben, bremsen. Thomas hat die Gruppe in die Theorie eingewiesen. Gleich können Emilie und Florence sich beweisen. Ich bin bereit und gespannt, wie es sich anfühlen wird. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas mache. Noch geht's mit der Nervosität. Aber ich glaube, das kommt dann, wenn ich Fahrt aufnehme. Mal sehen. Noch eine kleine Starthilfe von Thomas. Und dann... Bis zu 130 Kilometer pro Stunde können die Wagen erreichen. Ein Gefühl, von dem auch Thomas nie genug bekommt. Beim Strandsegeln genieße ich vor allem die Ruhe. Sich mit der Energie des Windes fortzubewegen, dieses Gefühl von Freiheit auf dem Strand. Und man hat keine Hindernisse. Das alles ist wirklich super. Und wenn der Wind die Strandsegler weit genug trägt, erreichen Sie den monumentalen Mont Saint-Michel. Gleich hinter der Grenze zur Normandie wächst der Klosterberg aus dem Watt empor.
Mehrmals im Jahr, wenn der Tidenhub besonders groß ist, wird das UNESCO-Weltkulturerbe zur Insel. Strandsegeln vor imposanter Kulisse. Für die beiden Schwestern aus Paris ein unvergessliches Erlebnis. Es war genial. Eine großartige Erfahrung. Es war super. Ehrlich, dieses Gefühl von Geschwindigkeit und Freiheit. Das muss man unbedingt mal ausprobiert haben. Und weil Florence und Emilie nicht genug bekommen können, nimmt Strandsegellehrer Thomas sie mit auf eine Extrarunde. Es ist meine Leidenschaft und mein Beruf. Ich liebe es, draußen zu sein und mit der Kraft des Windes zu arbeiten. Außerdem ist es der Segelsport, mit dem man Zugang zu allen Sportarten findet, die mit Wind funktionieren. Und solange die Flut noch nicht zurück ist, können die Strandsegler weit über den Sand flitzen. Die Bretagne, Frankreichs äußerster Nordwesten. Hier leben die Menschen am, mit und vom Meer. Bonjour, je suis Yvan Cello. Je fais un métier un petit peu particulier, où j'élève un animal qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Der 50-Jährige züchtet Austern im Golf du Morbihan, einem Binnenmeer an der Südküste der Bretagne. Regelmäßig nimmt er Touristen mit zu seinen Austernbänken. Austernzucht hat im kleinen Meer, so die wörtliche Übersetzung des bretonischen Morbihan, lange Tradition. Ich bin die fünfte Generation. Meine Familie hat 1869 hier im Golf du Morbihan mit der Zucht begonnen. Mit 18 wollte ich nicht unbedingt Austernzüchter werden. Erst mit 24 kam ich dazu und es hat mir sofort gefallen. Ein faszinierender Beruf, den ich inzwischen seit 25 Jahren mache. Bei Ebbe legt das zurückweichende Meer einen wahren kulinarischen Schatz frei. Austern, soweit das Auge reicht. In Netzsäcken liegen die Schalentiere auf langen Tischen. Die Auster liebt die Gezeiten, denn sie spülen frisches, nährstoffreiches Wasser vom Atlantik in den Golf. Auch Yvan braucht die Ebbe. Nur dann kann er seine Arbeit verrichten. Heute mit tatkräftiger Unterstützung. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Hier, bitte. Oh la la, einwandfrei. Ich merke schon, ich habe heute echte Profis dabei. Wir werden alles geben. Ausgerüstet mit Gummihose geht es zwischen die Austern rein. Fast 50% der französischen Austern werden allein in der Bretagne produziert. Etwa 60.000 Tonnen im Jahr. Als erstes geben wir etwa 2 Kilo in die Beutel. Das entspricht zwischen 8.000 und 12.000 Austern. Zu Beginn sind also ca. 10.000 in einem Beutel. 3,5 bis 4 Jahre wächst eine Auster bis zum Verzehr. Während dieser Zeit kontrolliert Yvan regelmäßig ihre Entwicklung. Mit einem Jahr sind diese hier fast noch Babys. Bei diesen hier weiß ich schon, dass sie in 2 Jahren auf dem Teller liegen werden, das ist sicher. Für die dürfte das auch gelten. Bei denen sollte es auch noch gehen. Nur bei diesen hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mich 6 bis 12 Monate mehr Zeit kosten werden. Nicht alle Austern landen nach 4 Jahren auf dem Teller. Doch um die größtmögliche Ausbeute zu erreichen, haben Austernzüchter so ihre Tricks. Nun brechen wir die Ränder ab. In etwa so. Wieso machen wir das? Nun, ich will die Auster dazu bringen, zu reagieren. Zurück im Wasser wird sie aus Reflex ihre Schale erneuern. Sie wird also runder. Aber was mich vor allem interessiert, sie wird auch dicker. Okay, ich habe euch was verschwiegen. Ihr seid mit dieser Arbeit jetzt 2-3 Stunden beschäftigt. Auch wenn Yvan scherzt, Austernzucht ist ein Knochenjob. Mit kräftigen Stockschlägen müssen die beiden Touristen nun die Muschelkanten der Austern brechen.
Hier, eure Stöcke. Jeder kann sich eine Reihe schnappen. Und währenddessen trinken wir anderen ein Gläschen. Die Bretagne, einst das Land der Kelten. Deren Spuren aus der Vergangenheit finden sich noch heute. Meniere, Hinkelsteine. Nirgendwo auf der Welt sind sie so alt und zahlreich wie in Karnak, im Südosten der Bretagne. Auf über 6000 Jahre werden die mehr als 3000 Steine geschätzt. Zu welchem Zweck sie einst aufgerichtet wurden, darüber rätselt man noch heute. Pittoreske Hafenstädte, rosa Granitfelsen, raue Klippen und goldgelbe Strände. Die Landschaftsvielfalt ist einzigartig. Die Bretagne ist die westlichste Region Frankreichs und nur wenig kleiner als Brandenburg. Dabei wird die bretonische Halbinsel mit ihren 2700 Kilometern Küste und 800 Inseln vom Atlantik umringt. In der Hauptstadt Rennes leben rund 200.000 der 3 Millionen Einwohner. Bonjour, je suis Anna et je fais partie des 60.000. Rennes, die bretonische Hauptstadt. Anna zählt zu den rund 60.000 Studenten der Stadt. Fast ein Drittel der Gesamteinwohner. Heute nimmt sie ihren österreichischen Besucher Gerald auf Entdeckungstour mit. Die Kirche ist wirklich beeindruckend. Ja, das ist sie. Wusstest du, dass es in Rennes ein Feuer gab, das quasi die ganze Stadt zerstört hat? Nur nicht die Kathedrale? Nur wenige Straßen wurden vom Großfeuer 1720 verschont. Heute sind es die Studenten, die das Leben und den Alltag der pulsierenden Universitätsstadt prägen. Das Tolle an Rennes ist, dass man hier junge Leute aus der ganzen Welt trifft. Rennes ist eine Stadt, die auch außerhalb der Bretagne und Frankreichs bekannt ist und viele internationale Studenten anzieht. Spanier, Engländer, Deutsche. Die Stadt ist beliebt wegen ihrer Geschichte und ihrer studentischen Atmosphäre. Anna zeigt Gerald das bretonische Parlament. Zeit für ein paar typische Klischees über die eigensinnigen Bretonen. Wir haben unser eigenes Parlament. Wir sind anders als die restlichen Franzosen. Die trinken Wein und wir trinken Cidre. Das ist ja witzig. Und wenn es in Frankreich regnet, haben wir es trocken. Das grüne Herz der Stadt, der Parc du Tabor. Die Gartenanlage ist Oase der Ruhe und Treffpunkt der Stadtbewohner. Allen voran der Studenten. Und hier verbringst du gerne Zeit mit deinen Freunden? Ja, in der Mittagspause und zwischen den Vorlesungen. Da entspannen wir hier. Und dort drüben ist der schönste Teil des Parks, mit den Blumen. Dein Lieblingsort? Ja. Es sind immer sehr viele Leute unterwegs, sehr viele Restaurants, sehr viele nette kleine Cafés, sehr viel Leben allgemein, also wirklich eine sehr nette Atmosphäre. Und trotzdem gibt es so Zonen wie hier, wo man doch wieder ganz gut sich ausruhen kann und im Grünen. Ich bin hier oft zum Lernen, wenn in der Bibliothek kein Platz mehr ist oder ich ein wenig von zu Hause raus möchte. Ich schnapp mir dann ein Buch und leg mich ins Gras. Oder man kommt her und trinkt einfach was. Gleich bei Grenzenlos. Magische Begegnung mit den sanften Bewohnern eines der gefährlichsten Meere der Welt. Die Bretagne. Frankreichs Region der Extreme. Wie kaum eine andere Gegend verzaubert und überrascht die Halbinsel im Atlantik durch ihre Gegensätze. Bonjour, je suis Christelle. Bonjour, je suis Lucky. Nos bébés vivent à l'eau. Das Département Finistère, das westlichste Festland Frankreichs.
Hier nehmen Lucie und Christelle Perron Touristen mit auf Entdeckungstour in den ersten und einzigen Meeresnaturpark Frankreichs. Das Meer von Iroise. Ein Seegebiet, das seit jeher von Seeleuten gefürchtet wird. Das Meer von Iroise ist nicht sehr groß und dennoch wird es als eines der gefährlichsten Meere der Welt bezeichnet. Und das liegt an der extrem starken Strömung. Das sind riesige Wassermassen, die sich bewegen und kaum erwärmen. Deswegen haben wir hier auch so eine einmalige Biodiversität. Die Kraft der Gezeiten. Sie bewegt diese immensen Wassermassen und erzeugt die extreme Strömung in der Iroise-See. Seit Jahrhunderten zerschellen Schiffe an den scharfen Klippen. Bis heute. Doch die starke Strömung bringt auch Leben hervor. Der 3500 Kilometer große Meeresnaturpark ist ein wichtiger Lebensraum für viele Meeressäugetiere. Etwa für Kegelrobben. An dieser Stelle gibt es viele Robben. Seht ihr die, die da oben liegt? Glaubt nicht, dass sie dort hochklettert. Sie lässt sich mit der Ebbe langsam auf den Felsen sinken. Die Robben sind hier nicht sesshaft. Sie wandern und kommen aus England, Irland und Schottland. Seht doch den Kleinen da, wie süß. Ein Viertel aller Meeressäugetiere der französischen Küstengewässer lebt im Meer von Iroise. Darunter ist ein ganz besonderes. Dann sehen wir mal, ob die Delfine da sind. Ich hoffe, wir werden welche sehen. Haltet die Augen auf. Schaut mal, dort sind sie. Bonjour les dauphins. Hallo ihr Lieben, wie geht's euch Kleinen? Die Begegnung mit einem Delfin ist etwas sehr Emotionales. Egal ob groß oder klein, Delfine regen zum Träumen an. Sie entführen uns vielleicht in eine geheimnisvolle Welt. Ich weiß es nicht. Ich liebe es, das Lächeln und das Leuchten in den Augen der Passagiere zu sehen. Es geht einfach jedem so. Das Meer von Iroise. Es flößt Respekt ein und verzaubert gleichermaßen. Auch für Christelle und Lucie sind die Ausflüge in den Naturpark immer wieder ein Erlebnis. Wenn man in der Früh aufs Boot steigt, weiß man nie, was einem auf dem Wasser erwartet. Jeder Tag ist anders, das Meer, das Licht. Jeden Tag brechen wir zu einem neuen Abenteuer auf. Zurück zu einem anderen Meeresbewohner, der Auster. Im Golf du Morbihan klopfen die Touristen immer noch auf die Muschelkanten. Einmal pro Woche muss jeder Sack gewendet werden. Doch hier haben die Gezeiten das letzte Wort. Jetzt, wo die Austern langsam wieder vom Wasser überdeckt werden, hören wir auf mit der Arbeit. Aus zwei Gründen. Zum einen beschwert das Wasser die Beutel. Und zum anderen sieht man ja kaum noch, was man tut. Mit 15 Kilometern pro Stunde kommt die Flut. Zeit, aufs Boot zu gehen. An Bord wartet bereits die Belohnung. Und Yvan lüftet das Geheimnis. Ich stelle mich so hin. Rechter Arm fest am Körper. Und mit der linken Hand mache ich nur diese leichte Hin- und Herbewegung und führe die Auster vorsichtig zum Messer. Das Schwierigste ist schon geschafft. Das Messer steckt in der Auster. Ich mache eine Vierteldrehung. Dann gebe ich, wie beim Motorradfahren, langsam Gas und durchschneide den Muskel der Auster. Schon die Römer schlürften die bretonische Auster.
Heute verspeisen die Franzosen mehr Austern als jede andere Nation auf der Welt. Wie? Das ist Geschmackssache. Ihr könnt die Austern mit Zitrone oder auch mit Essig essen, ganz wie ihr wollt. Sie sind ausgezeichnet. Frisch, mit einem leichten Meeresgeschmack. Perfekt. Genau richtig. Die Bretagne. Für Feinschmecker das Tor zum Austernparadies. Loa, eine von 800 bretonischen Inseln. Mit gerade einmal 8 Kilometer Länge und 3 Kilometer Breite ist sie dennoch die drittgrößte Insel. Bonjour, je m'appelle Didier. Avant, je faisais des filets pour la pêche. Maintenant, je fais des filets pour vendre du rêve. Voilà. Hoch oben, inmitten von Pinienbäumen, spannen sich geheimnisvolle Netze zwischen den Ästen. Ein Parkabu. Eine Art Riesentrampolin und Hochseilgarten in einem. Für Mitkonstrukteur Didier Rivalin ein Spielplatz für jedes Alter. Man wird wieder zum Kind. Man läuft, man schreit und lacht. Das ist das Schöne daran. Weil egal ob Erwachsen oder Kind, hier sind wir alle gleich. Ein Luftschloss für Akrobaten. Wer mag, kann im Parkabu auch in luftiger Höhe übernachten. In kleinen Schlafkugeln hoch in den Bäumen. Und so am nächsten Morgen gleich weiterhüpfen. Dieser Park auf Groa bleibt für Didier ein ganz besonderer. Das ist der allererste Park, den wir gemacht haben. Danach waren wir alle todmüde, denn es ist körperlich anstrengend. Man rennt viel rum, trägt viel, muss viel ziehen. Wir waren froh, nach Hause zu kommen, weil wir wirklich fertig waren. Aber von da an wurde es ein großes Abenteuer. Und dieses Abenteuer begann hier, in einem alten Artilleriefort. Dort richtete das Parkabu-Team seine Ateliers und Werkstätten ein. Inzwischen exportieren Didier und seine Kollegen ihre bunten Netzwelten sogar bis nach Asien. Eine Erfolgsgeschichte, die auf dieser kleinen bretonischen Insel ihren ungewöhnlichen Anfang nahm. Wie sieht's da hinten aus? Noch ein wenig. Die Anfangsidee hatte mein Chef. Seine kleine Tochter spielte und sprang immer auf den Betten herum. Und irgendwann hatte er davon die Nase voll. Er spannte ein altes Netz zwischen die Bäume in seinem Garten und von dem Tag an war seine Tochter vom Netz nicht mehr herunterzubekommen und spielte nur noch dort. Eine simple Idee aus einem simplen Material. Die Parks werden komplett aus Fischernetzen gefertigt. Jeder Parkabu ist ein Einzelstück, sorgfältig per Hand geknotet. Das Handwerk beruht dabei auf alten bretonischen Traditionen, der Seefahrt und der Fischerei. So auch bei Didier. Ich war 21 Jahre lang Fischer. Dann hatte ich einen schweren Arbeitsunfall auf dem Meer und musste am Rücken operiert werden und konnte nicht mehr arbeiten. Diese Arbeit hier ist schon sehr anders, denn als Fischer macht man die Netze sehr viel gröber. Hier muss man sehr genau arbeiten, damit die Kunden zufrieden sind. Doch Traumwelten zu knoten ist eine körperlich anstrengende Arbeit. In seiner Pause zieht sich Didier daher gerne an seinen Lieblingsplatz zurück. Wenn ich mich mit den Kollegen mal in die Haare bekomme oder Ruhe will, dann ziehe ich mich hierher zurück. Hier kann ich nachdenken, auf kreative Ideen für die Arbeit kommen und vor allem meine Energie neu aufladen. Rennes, die bretonische Hauptstadt im Herzen der Region.
geprägt vom quirligen Studentenleben, mittelalterlicher Kulisse und kulinarischen Gaumenfreuden. Bonjour, moi c'est Robin et mon monde est un disque. Der Marché de Lys, der Tempel bretonischer Köstlichkeiten. Auf dem zentralen Marktplatz bieten über 300 Standbesitzer ihre Ware an. Robin Villoc ist Koch in einer typisch bretonischen Crêperie, ein Restaurant, in dem süße Crêpe und die herzhafte Variante Galette angeboten werden. Für ein neues Rezept sucht er frische Zutaten. Hast du auch Knoblauch? Ja, klar. Eine Knolle? Ja, eine Knolle. Champignons hast du nicht, oder? Nein, aber dort drüben gibt's welche. Okay. Alles klar. 5,43 bitte. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Wir sind hier auf dem Markt von Rennes, der jeden Samstagmorgen stattfindet. Es ist der zweitgrößte Markt Frankreichs und hier findet man alle Produzenten aus der Umgebung. Sie verkaufen ihre Wurstwaren, Käse, Cidre, Obst und so weiter. Und natürlich isst man als Abschluss eine Galette Saucisse. Seit dem 15. Jahrhundert wird hier Handel betrieben. Noch heute zählt der Markt zum Leben der Stadtbewohner. Robin kehrt mit seinen Einkäufen zurück. In die Crêperie Saint-Georges. Hier arbeitet er als Koch. In der Küche macht Robin sich gleich an die Zubereitung seiner neuen Kreation. Für gute bretonische Galette, die herzhaften Buchweizenpfannkuchen, zählt vor allem eines. Das Geheimnis einer guten Galette ist das Buchweizenmehl. Wir benutzen eine Mischung aus importiertem Mehl und Mehl aus der Bretagne. Und die Backtemperatur muss stimmen. Eine Zutat darf in der bretonischen Küche auf keinen Fall fehlen. Viel salzige Butter. Das ist unzertrennlich. Und sagt einem Bretonen bloß nicht, dass die Butter nicht gesalzen gehört. Da muss viel rein. Das frische Gemüse für die Füllung ist zubereitet. Jetzt kommt der wichtigste Teil des Rezepts. Die Buchweizenpfannkuchen, nur ohne Pfanne. Das sind unsere Billigs. Das sind gusseiserne Platten, die auf 250 Grad erhitzt werden. Sie müssen sehr heiß sein, um den Teig zu verteilen. In der Tat muss sogar ein wenig Rauch aufsteigen. Hauchdünn wird der Teig auf die Platte aufgetragen. Und eine Sache darf natürlich wieder nicht fehlen. Und nochmal Butter. Nur ein klein wenig. Füllung drauf und nach nur etwa 4 Minuten ist die Galette fertig und der Teig knusprig braun. Jetzt werde ich mal sehen, was meine Kollegen von diesem Rezept halten. Meine neue Kreation. Voilà. Bon appétit. Merci. Galette. Das frühere Arme-Leute-Essen ist heute das Nationalgericht der Bretonen. Hast du die Pilze schon probiert? Ja, die sind super. Und die Tomaten erst. Echt gut. Und was sagt ihr zu dieser Galette? Wirklich sehr gut. Also nehmen wir sie auf die Karte? Ja, die ist köstlich. Die Farben sind so toll. Schmeckt mir richtig gut. Dann danke und guten Appetit. Und als Dessert gibt es sicherlich noch einen süßen Crêpe. Zurück auf Groix, der sonnigen Insel im Süden der Bretagne. Hier sind Didier Rivalin und Pierrick Bonnec aufgewachsen. Früher drückten sie gemeinsam die Schulbank. Heute knoten sie Traumwelten aus Fischernetzen. Am Hafen von Groix wollen die beiden ihren Arbeitstag ausklingen lassen. Beim Garnelenfischen. Das Netz muss mit dieser Seite zuerst rein. Siehst du, Pierrick, jetzt schleppe ich das Netz in diese Richtung. Die Tasche muss immer hinten bleiben, oder? Ja, und am Kai entlang schaben. Auch außerhalb der Arbeit sind die beiden Freunde seit über 40 Jahren ein eingespieltes Team. Mit einem Freund zu arbeiten ist immer etwas schwierig, weil man ja befreundet ist und es in der Arbeit auch mal schlecht laufen kann. Unsere Freundschaft hat das trotzdem immer überstanden. Der erste Versuch, nichts.
keine einzige Garnele. Für Vollblutfischer Didier aber kein Grund aufzugeben. Im Herzen bleibe ich Fischer. Es ist meine Leidenschaft. Ich habe es bereits als Kind geliebt und das steckt immer noch in mir. Vielleicht gehen den beiden ja beim nächsten Versuch Garnelen ins Netz. Ah, da ist was. Vielleicht ist es auch nur Seetang. Ja, bestimmt Seetang. Das sind Seespinnen. Seespinnen? Ich fasse es nicht. Sieh dir das an. Garnelen sind es keine geworden. Aber Didier und Pierrick werden sich die Seespinnen sicherlich schmecken lassen. Finisterre, das Ende der Welt, so nannten die Römer den Westen der Bretagne. Die Insel Caisson markiert dabei den äußersten Punkt Frankreichs. Je m'appelle Ondine et je dors toujours la lumière allumée. Nur 850 Einwohner leben auf der rauen Atlantikinsel. Darunter ist Ondine Morin. Die 35-Jährige lebt und arbeitet hier als Fischerin mit ihrem Mann. Jeden Morgen verkauft sie den frischen Fang vom Vorabend. Ich schau nur kurz. Kein Problem. Was ist das für ein Fisch? Ein Dorsch. Der ist ja groß. Und daneben ein Graubarsch. Das Leben hier ist wie auf einem Boot. Alles, was wir hier tun, machen wir in Abhängigkeit des Windes. Ich glaube, dass durch unsere Adern ein bisschen Meerwasser fließt. Und bei dieser Art des nachhaltigen Fischens muss man den Fisch lange beobachten, um sein Verhalten zu verstehen und am Ende vielleicht selbst ein wenig zum Fisch zu werden. Die Küste der Bretagne, eine der gefährlichsten der Welt. Nirgendwo sonst gibt es so viele Leuchttürme wie hier. Ein Drittel der 120 stillen Wächter Frankreichs stehen in der Bretagne. Noch immer benötigen Schiffe sie für die sichere Navigation auf dem Meer. Ondine ist auf Caisson geboren und aufgewachsen. Leuchttürme haben sie ihr Leben lang begleitet. Oft fragt man mich, ob uns das nicht stört und ob wir bei dem Licht überhaupt schlafen können. Als mein Bruder und ich klein waren, hat meine Mama die Vorhänge in unserem Kinderzimmer immer offen gelassen. Wir haben es geliebt, mit dem Licht des Leuchtturms einzuschlafen. Sein verlässlicher Rhythmus hat uns sanft in den Schlaf gewogen. Nivi Dick, einer der Leuchttürme auf Caisson. Die starken Wellen und die extreme Strömung brachten die Erbauer auf eine einzigartige Idee. Eine Seilbahn vom Festland zum Leuchtturm ermöglichte es dem Leuchtturmwärter jederzeit, seinen Arbeitsplatz zu erreichen. Ondine hat von klein auf vor allem zu einem Leuchtturm ein besonderes Verhältnis, La Jument. Als kleines Mädchen hat mein Vater mich zum Fischen mit an den Fuß von La Jument genommen. Damals gab es noch einen Leuchtturmwärter. Wir haben mit ihm geredet und er hatte immer ein Auge auf uns. Wir waren mehrere Fischerboote, die um den Leuchtturm kreisten und er passte auf uns auf. Für mich war das wie ein Karussell. Es war wie ein Kokon an Wärme und Sanftheit mitten im Meer. Le Stief. 1695 erbaut, ist er der älteste Leuchtturm der Bretagne. Hier gibt Ondine bei einbrechender Dunkelheit ihr Wissen über die stillen Wächter an Touristen weiter. Wenn das Licht des Stief rot bleibt, dann bedeutet das immer große Gefahr. Das Highlight der Führung, das Erwachen der zahlreichen Leuchttürme auf und rund um Caisson, hoch oben auf der Balustrade des Stief zu beobachten. Ja, da wird einem warm. Man erkennt jeden Leuchtturm nachts an seinem Leuchtrhythmus und seiner Farbe.
Hier sieht man viel Rot und Weiß. Es ist fast wie ein Feuerwerk. Wir können von hier oben 19 Leuchttürme sehen. Und all diese Lichter sind Botschaften, die einem den Weg weisen. Leuchttürme. Seit Jahrhunderten die treuen Gefährten und stillen Wächter der Bretagne. Zurück in Rennes. Nachts pulsiert das Leben in den Straßen der Studentenstadt. In der Rue Saint-Michel, besser bekannt unter Rue de la Soif, die Straße des Durstes, lassen Anna und ihr Besuch Gerald den Tag ausklingen. In dieser Straße gibt es rund 30 Bars, aber die hier ist meine Liebste. Die Musik ist immer gut und die Kellner super nett. Hier treffen sich alle Studenten, die Stimmung ist gut und man kann sich austauschen. Alle 7 Meter eine Bar. Die Rue Saint-Michel ist die Weggehmeile des jungen und dynamischen Rennes. Und der krönende Abschluss von Annas Stadttour. Ich glaube, du hast alle Highlights von Rennes gesehen. Wir sind viel gelaufen, müde und unsere Füße tun weh. Die beste Art, diesen Tag zu beenden, ist mit einem guten Bier in dieser tollen Straße. Gleich bei Grenzenlos. Ein imposantes Segelschiff und ein deutscher Holzbootbauer trotzen dem wilden Atlantik. Die Bretagne. Die französische Region ist wie keine andere untrennbar mit dem Meer verbunden. Früher war sie die Wiege kühner Seefahrer und wilder Korsaren. Heute sind die windreichen Küsten der Bretagne ein Paradies für Segler. Hallo, ich bin Gerd Löhmann. Wenn ich einen Fehler mache, dann steht mir das Wasser bis zum Hals. Brest, die Stadt an der Westküste, ist seit jeher das Herz der bretonischen Seefahrt. Und beherbergt eine der größten Bootsbauwerften Frankreichs. Das Chantier du Guip. Seit fast 30 Jahren lebt und arbeitet der deutsche Gerd Löhmann hier als Holzbootbauer. Er erweckt alte Schiffe wieder zum Leben oder realisiert neue Bootsprojekte. Doch nach Brest kam Gerd damals wegen ihr. Der Recouvrance. Der stolze Zweimaster ist der Nachbau eines Militärschiffs von 1817. Heute dient es als Ausflugsboot. Holt das Segel über. Ei, ei, Captain. 1992 wurde die Recouvrance zu Wasser gelassen. Gefertigt von Gerd und seinem Team. An seine Bootsbauanfänge denkt er noch immer. Ich habe irgendwie immer von Booten geträumt. Ich habe gern gebastelt mit Holz und immer viel gewerkelt. Und sehr früh habe ich mich schon für Bootsprojekte interessiert und bin sehr schnell irgendwie Richtung Ostsee, Nordsee und habe mir so Bootsprojekte gesucht, wo ich mitgemacht habe in meinen Schulferien. Und dann bin ich segeln gegangen und irgendwann ist das dann zum Beruf geworden. Die Recouvrance, sicherlich das Glanzstück seiner Karriere. 150 Tonnen, 430 Quadratmeter Segelfläche und 4 Kilometer Taue. Ein imposantes Schiff aus einem eher banalen Material. Holz ist für mich das Ideal, also das edelste Material überhaupt. Das ist ein Material, was ich gerne arbeite. Also Boote zu bauen und dann auch aus Holz, ist eigentlich ein Traum. Plastikboot ist auch in Ordnung, das funktioniert ja alles. Ist auch wasserdicht. An Bord kaum zu übersehen der Ringelpulli, das wohl typischste bretonische Kleidungsstück. Durch die Streifen konnte man über Bord gegangene Matrosen im Wasser leichter erkennen. Kapitän Jan Fournier hat ein Auge auf seine Crew und schwärmt von seinem Job. Ich bin sehr glücklich. Es ist wirklich ein tolles Boot, vor allem weil es traumhaft schön ist. Außerdem stecken wir viel Geld rein und deswegen ist es immer noch top in Schuss. Hinzu kommen die Begegnungen mit den Gästen an Bord. Das macht einfach Spaß. Bereit? Holt das Segel ein. Das ist genug. Jetzt wieder alle ein wenig locker lassen.
damit ich das Segel so weit wie möglich hochziehen kann. Manöver beendet. Die Recouvrance nimmt Kurs zurück auf den Hafen von Brest. Bald heißt es für Gerd wieder Abschied nehmen. So wie an dem Tag, an dem der Zweimaster die Werft nach 2 Jahren Bauzeit verließ. Ja, bei den ersten Stapelläufen, da ist es so, dass man so ein bisschen Trennungsschmerz hat. Und andererseits ist man auch meistens erleichtert, weil man ja viel gearbeitet hat vorher. Ich glaube, ohne Leidenschaft macht man den Beruf nicht. In der Regel ist es ein sehr schlecht bezahlter Beruf. Da sind so viele Arbeitsstunden drin. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Leute, mit denen ich jetzt arbeite, die wollen das dann auch. Die sind sehr motiviert und die sind voll dabei. Dann macht das auch Spaß. Die Bretagne. Nirgendwo zeigt sich Frankreich von einer so wilden und kontrastreichen Schönheit wie hier.